Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du als Anfänger mit einer Maus und einem Trackpad arbeiten kannst, Linksklicks, Rechtsklicks, Doppelklicks machst, sodass du schnell auf einem Computer zurechtkommst. Um die Maus an den Computer anzuschließen, hast du normalerweise einen solchen USB-Stecker. Den kann man dann an die entsprechende Buchse am Computer anschließen. Achte dabei darauf, dass das USB-Symbol nach oben zeigt und stecke den Stecker vorsichtig ein. Hier siehst du eine typische Computermaus. Sie hat eine linke Maustaste, eine rechte Maustaste und typischerweise auch ein Mausrad. Und ich lege meine Hand nun so auf die Maus, dass mein Zeigefinger auf der linken Maustaste liegt, mein Mittelfinger auf der rechten. Und wenn ich das Mausrad benutzen will, nehme ich normalerweise den Zeigefinger. Ich kann jetzt mit dieser Maus verschiedene Klicks ausführen, die ich dir jetzt nacheinander zeigen werde. Zunächst mal zeige ich dir den Mauszeiger, den bewegst du einfach, indem du die Maus verschiebst. Normalerweise einfach kleine Bewegungen aus dem Handgelenk. Nun kann ich mit der linken Maustaste einmal klicken. Ich kann mit der linken Maustaste zweimal klicken, das nennt man einen Doppelklick. Und ich kann mit der rechten Maustaste einmal klicken. Mit der rechten Maustaste gibt es keinen Doppelklick. Diese Klicks machen nun verschiedene Dinge. Hier unten siehst du eine sogenannte Symbolleiste mit sogenannten Symbolen oder Icons drauf oder auch Button genannt, also sogenannte Schalter. Diese Schalter haben eine Funktion und wenn ich sie einmal anklicke, machen sie das, was sie tun sollen. Also zum Beispiel ein Klick auf dieses Symbol öffnet dieses Fenster. Genauso siehst du hier oben wieder weitere Symbole oder Buttons. Ein Klick darauf öffnet die Funktion. Ein Klick darauf öffnet die Funktion. Also das heißt, wir machen einen Einfachklick zum Beispiel auf Symbole, auf Buttons, um die Funktion zu starten, die der Button tut. Hier im Mittelbereich sehe ich jetzt Dateien und Ordner. Bei denen verhält es sich anders. Wenn ich die einmal anklicke, dann sind sie nur markiert. Einmal anklicken, markiert. Einmal anklicken, markiert. Wenn ich sie öffnen möchte, wenn ich also reinschauen möchte, muss ich einen Doppelklick machen. Dann ging es auf. Hier oben wieder Button, ich will einmal zurück, ein Klick zurück, das war ja ein Button. Um den Ordner zu öffnen, Doppelklick. Das heißt, in einem Windows-Computer muss ich Dateien und Ordner doppelt anklicken, um sie zu öffnen, muss aber Buttons nur einmal anklicken, um die Funktion aufzurufen, die der Button tut. Nun gibt es noch den Rechtsklick. Der öffnet ein sogenanntes Kontextmenü. Kontext bedeutet Zusammenhang. Das heißt, das ist ein Menü mit Funktionen, die auf diesen Zusammenhang angepasst sind, wo ich mich gerade befinde. Wenn ich also hier einen Rechtsklick auf diese weiße Fläche mache, kriege ich bestimmte Funktionen. Wenn ich aber hier einen Rechtsklick auf diesen Ordner mache, bekomme ich andere Funktionen, die genau auf diesen Ordner oder für Ordner im Allgemeinen angepasst sind. Also nochmal, Rechtsklick hier. Verschiedene Funktionen, Linksklick ins Weiße, schließt das wieder, Rechtsklick auf den Ordner, andere Funktionen, die extra für Ordner gedacht sind. So kannst du also mit einem Rechtsklick ganz oft Funktionen finden, die an dieser Stelle, wo du gerade klickst, nützlich sind, weil das vorher in diesem Kontextmenü festgelegt wurde. Nun gibt es noch eine weitere Funktion, die oft gebraucht wird, das nennt sich Drag and Drop, also ziehen und fallen lassen. Dazu klicke ich jetzt hier mal mit einem einfachen Linksklick auf diese Seite, drehe das Mausrad, um den Ausschnitt anzupassen und habe jetzt hier verschiedene Beispiele, die ich dir zeigen kann. Linksklick auf einen Button, um den zu schließen. Was heißt jetzt Drag and Drop? Drag and Drop heißt, ich drücke die linke Maustaste runter, halte sie fest und dann kann ich das Objekt, was ich da angeklickt habe, ziehen, während es sozusagen am Mauszeiger hängt. Wenn ich es fallen lassen will, lasse ich die Maustaste los. Das ist also sozusagen der Drop. Drag heißt also ziehen. Ich klicke, halte, ziehe. Und zum Fallen lassen, lasse ich die Maustaste los. Anklicken, halten, rüberziehen, loslassen. Anklicken, halten, rüberziehen, loslassen. Das ist also auch noch eine wichtige Funktion, die man immer wieder braucht. Falls du einen Laptop benutzt, hast du vielleicht gar keine Maus, sondern nur so ein sogenanntes Trackpad. Das geht aber auch.
Da gibt es auch eine linke Maustaste, eine rechte Maustaste und anstatt dass ich die Maus bewege, habe ich diese Fläche hier, mit der ich mit meinem Finger den Mauszeiger steuern kann. Ich lege also den Finger hier drauf, bewege ihn und dann bewegt sich der Mauszeiger. Wenn ich einen Linksklick machen will, klicke ich hier drauf oder ich kann ganz oft auch das Trackpad selber runterdrücken, dann merkt man so einen kleinen Widerstand. Ein Rechtsklick ist hier oben und der Doppelklick funktioniert ganz normal. Einfach zweimal diese Taste. Manche Trackpads reagieren auch auf einen leichten Tipp. Dann muss ich also gar nicht festdrücken, sondern einfach nur einmal kurz antippen. Ganz leicht, da geht dann ein Linksklick oder ein Doppelklick. Ansonsten funktioniert alles wie eben beschrieben. Ich bewege den Mauszeiger hier nach unten. Ein Tipp hier drauf öffnet also wie ein einfacher Linksklick dieses Fenster. Wir sehen wieder beim Ordner einmal markieren, doppelt öffnet. Hier oben beim Button einmal drücken, geht zurück. Das heißt, es ist dasselbe Prinzip bei Buttons wie hier oben zum Beispiel. Macht ein Tipp oder ein Klick mit der Maustaste, was ich will, was der Button tun soll. Und bei Ordnern brauche ich wieder den Doppelklick. Entweder hier drauf oder hier oben, um in den Ordner reinzukommen. Auch hier geht natürlich ein Rechtsklick. Ich kann zum Beispiel hier die Maus über den Ordner fahren und dann die rechte Maustaste anklicken und dann habe ich hier, wie vorher auch, das Rechtsklick, das Kontextmenü. Drag and Drop geht mit dem Dragpad auch. Nicht ganz so einfach, aber es geht auch. Wir gehen also nochmal hier rüber. Ich kann zum Beispiel mit dem Daumen die Trackpad-Taste runterdrücken, festhalten und dann mit dem Zeigefinger bewegen. Nochmal mit dem Daumen runterdrücken und mit dem Zeigefinger bewegen, während man mit dem Daumen runterdrückt. Manche Trackpads haben auch die Scroll-Funktion des Mausrads, wenn man mit zwei Fingern gleichzeitig scrollt. Das ist aber nicht bei allen Filmcomputern der Fall. Das müsstest du einfach ausprobieren. Ich nehme also zum Beispiel hier zwei Finger und dann kann ich hier hoch und runter bewegen und dann bewegt sich der Bildschirm. Nun hast du also die Grundfunktionen von Maus und Trackpad gelernt. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Üben.